yo, yo, was geht ab, was geht ab? Deutschland, seid ihr gut drauf oder was? Also ich bin auf jeden Fall gut drauf, so wie eigentlich jeden Tag. Und woran das wohl liegt? Natürlich an euch. Durch eure Kommentare habe ich immer gute Laune. Hey Benner, deine informativen Videos motivieren mich jeden Tag an mir selbst zu arbeiten. Durch dich habe ich meine Frau gefunden und unsere Ehe hält nur durch die Liebe zu deinen Videos. Vielen Dank, dass du diesen YouTube-Kanal erstellt hast. Stop the cap. Komm schon, Konstantin. Nett gemeinter Kommentar, aber ab dem Zeitpunkt, wo du deine Frau erwähnt hast, habe ich direkt gemerkt, das kann nicht die Wahrheit sein. What the fuck? Der Dude dort wurde einfach Teil des Kunstwerks. Ehrenlose Aktion, wirklich. Stellt euch vor, ihr kommt gerade von einem harten Arbeitstag, wurdet 9 Stunden geknechtet und dann pennt ihr kurz auf so einer Bank für 1 Minute weg und irgendjemand sprayt einfach eure Klamotten und euch voll. Ehrenlos. Ich kann sowas nicht unterstützen. Spaß, ich fand's voll witzig. Wer lebt in der Ananas, ganz tiefe Meer? SpongeBob, Schwanzkopf. Geiles Lenkrad, Mann. Wir sehen uns dann heute Abend zum Tuning-Treffen in Bikini Bottom, oder? Bis dann, Homie. Trying fart quietly at a street vendor. Hallo? Wie auffällig war das denn? Alles ist still und dann kommt dieser Furz. Was zum Teufel? Was für leise? Wo war das leise, Bro? That's some nice stuff here. How much is the snake? Have a good day. Was für ein krankes Schwein eigentlich. Die armen Mädchen haben da so einen süßen Stand aufgebaut, um sich ein paar Groschen dazu zu verdienen. Und der kommt da hin und furzt den gesamten Stand voll. Snake! Also die Menschheit wird echt immer abgefuckter. There's a fucking sheep outside. There's a sheep outside. Oh my god, oh my god, oh my god. Ach du Scheiße. Ach du heilige Mutter Maria. Wer hier jetzt lacht, ist wirklich gottlos. Alter, der kam unerwartet. Und der geht wirklich, wirklich, wirklich unter die Gürtellinie. Uff. Best Stepsis Actresses. Was? Ist das so ein Ding, Kinofilm? Gibt's wirklich so viele Leute in Stiefschwesterrollen? Ich überlege gerade so, aber mir fällt kein Hollywood-Film ein oder so mit einer Stiefschwester als Hauptrolle. So. Dama. Yo. Brookie Tilly. 30 in a clip, drop 100 on his head. Gina Valentina? All I see is blue faces, you would thought I was a Ellie Klatsch. Hä? I don't say a word, got my fingers to my lip. Riley Reed? Hab ich den Namen schon mal irgendwo gehört? Nee, ich glaub nicht. Also ich bin ehrlich, entweder gehe ich zu selten ins Kino oder so, aber ich habe die noch nie irgendwo gesehen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr eine von diesen Hollywood-Schauspielerinnen kanntet. Würde mich wirklich mal interessieren. POV, dein Bruder ist im Weihnachtsfieber. Okay, chill, chill, komm runter. Lil Bro hat gerade Geist gesehen. Junge, das Gesicht. Seine Seele will gerade mit Bunny Hop aus seinem Körper rausspringen. Komm runter, Bro. Der Arme konnte safe nicht gut schlafen an diesem Tag. Und natürlich hat er auch Fortnite gespielt. Für Fortnite! Ja, heute ein Lauf-Wettbewerb und hier sind ein paar NPCs unterwegs. Mein kleiner Bruder kommt gleich, mein kleiner Bra. Hey, ja. hey, wie heißt er? Er heißt Justus. Justus! Ey, aber voll süß, die beiden. Die geben mir auch so ein bisschen ADHS-Vibes. Aber versteht mich nicht falsch, ich feiere das. Ich habe ja selber ADHS, wie ihr merkt in den Videos. Justus! Die schreien übermorgen noch Justus. Da wird nie jemand kommen. Hey, danke, Mann, hey, danke. Hey, danke, Mann, hey, danke, hey, danke, hey, danke, hey, danke.
Es hat ein bisschen gedauert, um ehrlich zu sein. Ey, zu witziger Kerl. Geiler Typ, Mann. Die sind vielleicht ein bisschen aufgedreht, aber safe keine NPCs, oder? Was denkt ihr? Ich feier ja solche Leute, die überall gute Laune zeigen. Weiter so. Nehmt euch ein Beispiel dran. Immer mit einem Lächeln durchs Leben gehen, ansonsten seid ihr später im Alter voll die Spaßbremsen. Ich sag euch ehrlich, dieses Filtergame auf Snapchat, Instagram, TikTok, das ist wirklich eine andere Welt. Es gibt Schönheitsfilter und bei so vielen Frauen heutzutage, wenn ich hier Instagram sehe, denke ich so, Bro, welche Version sehe ich hier gerade von dir? Weil die Gesichter einfach so unnatürlich aussehen, das ist geisteskrank. Diese Filter machen Menschen zu anderen Personen, die tragen einfach eine Maske. Und neben Schönheitsfiltern gibt's noch Millionen von anderen Filtern, zum Beispiel solche Spielefilter, Prankfilter und gefühlt, ja, alles. Aber ich habe den einzig relevanten Filter gefunden. Wie viele Hotdogs kannst du in 10 Sekunden essen? Irgendwas sagt mir, dass er das nicht zum ersten Mal macht. Und was denkt sich der Typ eigentlich dort hinten? Der ist einfach die ganze Zeit am Lurken. Genau so schaut er da rüber. Auf unauffällig. Nee, aber stark, Mann. 81 Hotdogs in 10 Sekunden. Du bist ja ein richtiger Schluckspecht. Sieht man aber auch an der bombastischen Technik. Ich frag mich nur, wo du die gelernt hast, hm? Okay, jetzt alle Zuschauer, haltet euch fest, okay? Haltet euch fest. Haltet ihr euch fest? Ja? Okay, dann let's go. Was macht ein kleiner Keks, der keine Lust mehr auf Schule hat? Er verkrümelt sich. Ja, der kam ja krass, Bruder. Wo hast du den denn aufgegabelt? Alter, wie geil. Ich komm gar nicht mehr klar, ey. Ich krieg keine Luft mehr vor lauter Lachen. Oh Mann, der war wirklich gut, ey. Unglaublich, ey. Der kam echt flach. Auf den war ich nicht vorbereitet. Habt ihr noch mehr von solchen Bängern auf Lager? Was knurrt? Aber wird dich niemals beißen. Dein Magen. Ich wünschte, ihr würdet jetzt mein Gesicht sehen. Spaß, als ob ich keinen Humor hätte. Ihr zwei Sportskanonen, ey, das war wieder ein Knüllerwitz. Ein richtiger Schenkelklopfer, ey. Geil, geil, geil. Oh Mann. Nice, Mann. Ich hoffe, ich höre noch mehr von diesen Witzen in Zukunft. Richtige Banger. Oh Mann, ey. Chef, das ist doch der Teig für meine Pizza, oder? Was geht da ab? Was passiert da in der Küche? Haben die da irgendwie 50 Bienennester da drinne? Sind die in Minecraft? Sind da solche Mobspawner? Willst du mich verarschen? Dort sind doch gerade 10 Bienen mit in den Teig gekommen. Genau da! Dort sehe ich sogar noch den Abdruck von einer. Ey, was ist das für ein ekelhafter Müllladen? Die sch**en ja komplett auf die Qualität der Arbeit. Bah! Pfui! Bäh. 0 von 5 Sternen. Ich würde niemals essen gehen. Und wie können die das mit gutem Gewissen an die Kunden verticken? Ich habe meinen Kopf gerade für eine Sekunde angestrengt und ich habe die Lösung für dieses Problem gefunden. I just met this guy off Tinder and he told me he would take me dancing. Also ich verstehe jetzt ehrlich nicht, wo das Problem da ist. Wie wär's, wenn du, die gerade das Video macht, einfach aufhörst zu filmen, leg das Handy weg, steh auf und pack die verdammten Scheren in die Luft und tanz mit? Verdammt nochmal, es kann doch nicht so schwer sein. Dieser Typ hier, King, 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 mach weiter so, wir feiern dich. Legende. Du würdest perfekt in die Community passen. Ey, die Welt wird immer verrückter. Und so auch die Clips, die mir auf Instagram vorgeschlagen werden. Also, der Algorithmus passt sich ja eigentlich immer dem Nutzer an. Und der soll mir dann halt Videos anzeigen, wo er denkt, dass das sehr gut zu mir passt. Und ich das auch vielleicht lustig finde. Und dann sehe ich einfach sowas. Das macht alles gar keinen Sinn mehr, wirklich.
Ich habe so viele Fragen gerade, dass ich sie am besten gar nicht stelle und auch einfach nichts hinterfrage. Ich red's mir einfach gut. Ja, Mann, das war ein sehr, sehr nices Video mit sehr viel Inhalt, mit dem ich auch sehr viel anfangen kann und der mich auch weiterbringt im Leben. Super, danke. Am besten fand ich diese Stelle hier. Und meine Zweitlieblingsstelle war diese hier. Meine Damen und Herren, wenn ihr nicht auch diese Treppe runtergewerfen wollt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ich danke euch für eure täglichen 10 Minuten Zeit für dieses Video hier. Ich küsse doch und wir sehen uns morgen wieder. Ciao.